Hallo ihr Lieben, seid mir ganz herzlich willkommen zurück zum Turnier in Dragon Age. Wir kämpfen gut, für Harrimond. Ich wollte euch schon suchen lassen. Oh. Seid ihr zum Kampf bereit? Jawohl. Die Menge will doch einen Sieg sehen. Los. Jo, dann soll sie ihn bekommen. Dann geht schon mal zum Ring. Ich komme gleich nach. Ja, so, Kampf Nummer 2. Dies ist ein ruhmreiches Turnier. Ja. Unter den wachsamen Augen des Paragons von Orsamar. Gut so. Zum Gedenken an König Endrin. In dieser Runde tritt Harrimonds Streiterin gegen das berüchtigte Duo an. Den Zwillingsschrecken der Kriegerkaste, die für Prinz Belen kämpfen. Miaja und Luktschan. 1 gegen 2 ist ja fies. Möge der Stein euch ehren. Du warst es mit dem Liebesbriefen. Wenn ihr runtergeht. Ach, bereitet euch auf ein Gemetzel vor. Wer zuerst zu Boden geht, verliert. Ja. Kämpft. Gut. So. Wollen wir mal gucken, ob wir die in Geiselhaft nehmen können? Sehr schön. Oder ob die auch widersteht? Die widerstehen ja immer. Zurück! Ah! Ja. Das erledigt. So. Ein bisschen Lebenskraftentzug. Ja, ein bisschen Blitz. Und dich machen wir jetzt auch mal so ein bisschen neu hier. So. Und tschüss. Bye, bye. So weit ging's. Sieger ist der graue Wächter. So weit ging's jetzt einfach. Jetzt wird's dann schon ein bisschen schwieriger. Nun, das war ein aufregender Kampf. 2 gegen 1. Und ihr habt sie beide problemlos besiegt. Yes. Seid ihr bereit für euren nächsten Gegner? Na, warte mal. Ich brauche erstmal eine Pause. Gut. Wir warten. Ich brauche deshalb eine Pause, weil ich will, dass ich meine Zauber hier wieder erhole. Genau. Und ich wollte zwischenspeichern, weil mir das Programm heute immer irgendwie abschmiert. So, jetzt machen wir weiter. Ihr seid zurück. Ich wollte euch schon suchen lassen. Oh, nicht doch. Seid ihr zum Kampf bereit? Ja. Die Menge will doch einen Sieg sehen. Ja. Dann soll sie ihn bekommen. Dann geht schon mal zum Ring. Ja. Ich komme gleich nach. Jo. Dies ist ein ruhmreiches Turnier. Ja. Unter den wachsamen Augen des Paragons von Orsamar. Zum Gedenken an König Endrin. Harrimonds Streiterin hat den Stein leergeräumt. Ja. Aber kann sie auch gegen die Lieblinge der Ahnen bestehen? Die stummen Schwestern? Ja, das wird sich zeigen. Das sehen wir jetzt. Schon wieder 2. Wenn der Wächter gegen Lady Hanneschen antritt, die sich Paragon Astis dem Grauen durch Herausschneiden ihrer eigenen Zunge bewiesen gut hat. Sieht's aus. Ach, schicke Frisur. Meine Güte. Sie kämpft heute für Prinz Belen. Tja. Viel Glück. Wer zuerst zu Boden geht, verliert. Kämpft! Das ist nur eine, aber die ist nicht ohne. Aber wenn man natürlich dann hier mit solchen bösen Dingen hier arbeitet wie ich. Ich werde es tun. Na dann. Ich glaube, gegen Eis hat sie widerstanden. Wir probieren es trotzdem mal. Nee. Sei lieber vorsichtig. Gut, okay. Betrachtet es als erledigt. Ja, und widerstanden und widerstanden. Und dann haben wir sie. Da haben wir sie. Sieger ist der graue Wächter. Ja. Ach, wie ich gucke, ganz im Bewusstsein meines Siegs. Wird erfreut sein, Wächter. Die stummen Schwestern haben Belen viel Unterstützung eingebracht. Seid ihr bereit für euren nächsten Gegner? Ich brauche erstmal eine Pause. Na gut, wir warten. Oh, die Zauber sind alle erholt. Dann kämpfen wir jetzt weiter. Gut, ihr seid zurück. Ich wollte euch schon suchen lassen. Ach, so lange war ich doch seid nicht weg. Seid ihr zum Kampf bereit? Jawohl, ja. Die Menge will doch einen Sieg sehen. Ja, soll sie ihn bekommen. Dann geht schon mal zum Ring. Ich komme gleich nach. So, jetzt kommen noch 2 Kämpfe. Dies ist ein ruhmreiches Turnier. Ich erinnere mich, dass der letzte ziemlich herausfordernd war. Zum Gedenken an König Endrin. Diese Runde ist der Paarkampf. So wie Kiotschet an König Bloadliks Seite unser Reich verteidigt hat, haben die Zwerge immer schon zu zweit gekämpft. Ocek Ivo, Meister aller Waffen, Kenner aller Tricks, hat noch nie 2-mal auf dieselbe Art gesiegt. Was wird er uns heute zeigen? Und kann er den Sieg für Prinz Belen erringen? Grauer Wächter, wählt euren Partner. Denn ihr tretet gegen Wojciech Iwo und Valance an. Tja,
Ja, komm, wir nehmen Gwydion mit. Ich kämpfe an der Seite von Harrimons treuem Krieger Gwydion. Euer Vertrauen beschämt mich. Ja, komm. Enttäusch mich nicht. Wer als Letzter noch steht, ist der Sieger. Kämpft! So, die sind mit Sicherheit böse. Und da wird wahrscheinlich das zermalmende Gefängnis und sonstiges nicht allzu viel ausrichten. Dann hauen wir den erstmal weg hier. Genau, und dann beschäftige ich mich weiter mit ihm. Na, so stark ist er dann doch nicht, wie ich dachte. Und da haben wir sie schon. Ja, da haben wir sie schon. Sieger ist der graue Wächter. Ach ja, bejubelt mich. Wojciech Ivo ist einer der Besten, ja, die hier je gekämpft haben, Wächter. Harrimond hat eine kluge Wahl getroffen. Mhm. Seid ihr bereit für euren nächsten Gegner? Ich brauche erstmal eine Pause. Schon gut, wir warten. Gut, ihr seid zurück. Ich wollte euch schon suchen lassen. Seid ihr zum Kampf bereit? Ja. Die Menge will doch einen Sieg sehen. Ja, soll sie ihn haben. Dann geht schon mal zum Ring. Ich komme gleich nach. Der Kampf, dies der jetzt folgt, ist nicht ganz so einfach. Unter den wachsamen Augen des Paragons von Orsamar. Zum Gedenken an König Endrin. Nur zwei Krieger sind noch übrig. Piotin Eduken, der für seinen königlichen Vetter Belen antritt, hat bisher jede andere Gruppe besiegt. Hm. Im Namen von Lord Harrimond fordert ihn der Graue Wächter heraus, der es heute aus dem Nichts bis ins Finale geschafft hat. Jeder führt eine Gruppe von vier Soldaten an, um zu ermitteln, wem das Wohlwollen der Ahnen gehört. Ihr kämpft gut, aber euer Urteilsvermögen ist zweifelhaft. Der Thron kommt auf ewig dem Haus Eduken zu. Ach, halt die Klappe und kämpf. Wer als Letzter noch steht, ist der Sieger. Kämpf! Aber. So, und jetzt, ihr Lieben, müssen wir ein bisschen aufpassen. Weil die nämlich... nicht ganz... So. Ich habe schon gleich was abgekriegt. Das heißt, ich muss auch ein bisschen weg. Betäubt. Mal gucken, ob wir den da hinten zumindest mal... genau. So, Fall der Vernichtung. Sehr schön. Mannerstoß. Schatz, Mannerstoß ist ziemlich idiotisch. Weil das nämlich... da nichts bringt. Da ist kein Piotins rechte Hand. Mal gucken, ob man den in Stein... Nee, der hat widerstanden, wenn ich das richtig sehe. Mal sehr aufpassen. Piotin. Ah, oh, man verflixt. Liliana... Mach, dass du wegkommst. Was haben wir hier? Hier haben wir... die kann ich viel? Was kann ich? Kann ich mit dem Piotin irgendwas machen? Ich habe gerade auch nicht allzu viel. Na, dann hauen wir halt mal den Blitz rüber. Und jetzt das Eis, damit er ein bisschen langsamer wird. So. Dich werden wir jetzt mal in die ins Kraftfeld legen. Boah, die sind alle völlig unempfindlich. Das ist wirklich lästig. Liliana. Genau, kommt den noch ein bisschen. Und dann gehen wir hier aus dem Weg. Die sind nämlich wirklich nicht... Ja, gut. So, Liliana flüchtet wieder. Ich mache hier eine eisige Umarmung. Gegen wen? Jetzt müssen wir hier auf den Piotin aufpassen. Genau. Jetzt findest du dein Ende. Ah, Verflixung aber auch. So. Der Shale müssen wir, glaube ich, mal was zum Trinken geben hier. Und Liliana macht jetzt mal hier... Genau. So, hat widerstanden. Die drei haben wir fertig.
Kannst du noch irgendwie? Nee, kannst du nicht. Morrigan, kannst du den Stein? Nee, kannst du auch nicht. Ja, die sind schon alle irgendwie. Ich brauche einen Trank. Liliana, flüchte wieder. Ich trinke mal eine Runde. Und dann werde ich gucken, dass ich den Piotin hier mit diesem... Na, Gott sei Dank brauchen die eine Weile, bis die mit diesem Ding geschlagen haben. Der rennt immer irgendwie der Liliana hinterher. Das ist eigentlich auch nicht schlecht. Dann machst du, dass du wieder wegkommst. Und ich versuche ihn mal als widerstanden. Ja, das war völlig klar. Aber wir kriegen ihn, wir kriegen ihn. Hau ab. Der widersteht hier allen. Also gut, dann mache ich, dass ich wegkomme. Mal kurz einen Trank nehmen. Also den finde ich schon herausfordernder. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so, jetzt haben wir sie. Wir haben sie, jawohl. Sieger ist der graue Wächter. Dankeschön, Dankeschön. Glückwunsch. Ihr habt den Mann besiegt, den Prinz Trian einmal die Stoßhörner meiner Armee genannt hat. Ja. Bestreitet jemand, dass der graue Wächter den Siegertitel errungen hat? Dann ist es mir eine Ehre, den Grauen Wächter zum Tornei-Sieger zu erklären, was bedeutet, dass die Ahnen Lord Haramond bevorzugen. Möge die Versammlung die Ahnen achten und Haramond wählen. Die Ahnen sprechen durch euch. Glückwunsch, Wächter! Danke, danke. Ja, nun haben wir das also geschafft. Es war ein ziemlich harter Kampf. Es gibt hier ein paar Kämpfe, vor denen mir ein bisschen graut. Ne, wir sprechen jetzt mit niemanden. Also der gegen Jarvia nachher wird auch richtig derbe. Und dann ganz am Schluss, am Ende der tiefen Wege, der ist echt auch ziemlich übel. So, wo geht's raus? Ich vergesse immer, wo es hier rausgeht. Da geht's raus. Da geht's raus. Weil jetzt gehen wir in die Kneipe. Und sprechen mit dem Vater von, wie hieß sie, Zelda? Oder Zatilda oder so ähnlich. Und werden uns mit dem Vertreter von Haramond, dem Dulin, treffen. Und dann werden wir mal Haramond kennenlernen. Ihr seid sehr schön, Morrigan. Erzählt mir etwas, das ich nicht bereits weiß. Aber ihr tragt immer diese Lumpen. Andererseits passt das zu euch. Hier ein Riss, da ein Riss. Etwas Haut zeigen. Ich verstehe schon. Euch ist schon klar, dass ich im Wald gelebt habe. Vielleicht stecken wir euch eines Tages in ein hübsches Kleid. Aus Seide? Nein, eher Samt. Samt ist schwerer und schützt besser vor der Kälte in Ferelden. Dunkelroter Samt. Ja, mit Goldstickereien. Tief ausgeschnitten. Wir wollen ja nichts verstecken. Starrt mir nicht so auf die Brüste. Das ist mir unangenehm. Gefiele euch das nicht? Und dann müssen wir natürlich euer Haar hochstecken, damit man euren wunderbaren Nacken sehen kann. Ihr seid verrückt. Da lasse ich mich ja lieber von Alistair einkleiden. Das wird lustig, ganz bestimmt. Und Schuhe kaufen wir auch. Oh, Schuhe. Wir könnten zusammen einkaufen gehen. Ich glaube nicht, dass Morrigan da Lust drauf hat. Ich glaube, sie hat sich angemacht gefühlt. Naja, was jetzt auch nicht so unrichtig war. Ich habe mal einen Fingerhut Zwergenbier getrunken. Eine Woche später bin ich in... Ihm gesagt, dass ich nicht verstehe, warum so, nicht jeder... dann gehen wir hier zum Ordell. Was starrt ihr mich so an? Ich habe eure Tochter getroffen. Ich habe keine Tochter. Doch, hast du. Es war sicher nur eine kastenlose Dirne, die das behauptet hat. Ah, wenn jetzt Zelinda nicht wieder aufnimmt, wird sie sterben. Was? Ja. Ihr glaubt, sie würde sterben, um das Ding zu behalten? Sie weiß, was sie tun muss, um nach Hause zu können. Ich wollte nicht, dass sie geht. Nur der Bastard. Versteht sie nicht, dass ihr Leben besser sein kann, wenn sie ihn los wird? Oh Mann, ey, er ist ein Baby, kein Bastard. Und sie liebt ihn. Sagt ihr, wir wollten ihr nie wehtun. Es schien einfach das Beste zu sein. Das Einfachste, du Depp. Sie soll einfach nach Hause kommen. Ihre Mutter und ich werden sie erwarten. Das ist gut. So. Wunderbar. Und hier sie steht einer. Ich ertrage es nicht mehr. Nervöse Abenteurer. Komm, den sprechen wir auch noch an. Was? Verschwindet!
Ihr werdet euch verwandeln, wie all die anderen auch. Mhm. In meinen Freunden verbergen sich Monstren. Oh je. Wovon redet ihr da? Sie folgen einem. Wenn ihr erst einmal mit drin hängt, ergreifen sie Besitz von euren Freunden und verfolgen euch. Seht her, ich habe Abschriften gefunden. Sie alle entstammen derselben Feder und sind älter als die im Gesang. Sie haben geschlafen, verdammt. Nehmt sie, ich will nicht mehr. Ich werde nicht auf der Suche nach einer Lüge verschwinden. Niemals. Aha, gut. Jetzt sprechen wir mal ihn an. Artrust Vala, Champion. Oh, ich bin aufgetreten. Es heißt, eure Leistung im Ring sei schlichtweg atemberaubend gewesen. Was immer ihr Gwydon gesagt habt, seid dafür bedankt. Er hat gekämpft wie ein Bereskan und vielen Dashiers bewiesen, wie stark das Haus Harrowmont ist. Es besteht nicht länger Zweifel, auf welcher Seite ihr steht. Na, das ist ja beruhigend. Wenn ihr bereit seid, wird Lord Harrowmont euch nun empfangen. Tja, ausgezeichnet, dann führt mich hin. Seine Lordschaft freut sich, euch kennenzulernen. Das ist schön. Endlich lernen wir ihn kennen. Aber ich glaube, das machen wir dann in der nächsten Folge, das Kennenlernen. Weil er wird uns natürlich Aufgaben stellen. So einfach ist da ja nun doch nicht ranzukommen an die ganze Geschichte. Und ich kann aufsteigen. Das machen wir noch kurz. Aufsteigen. Aufsteigen finde ich gut. Magie und Willenskraft. So, und jetzt brauchen wir noch irgendwas, was möglichst... Sturm. Irgendein Angriffszauber hätte ich gerne noch. Was haben wir denn hier? Zauberirrlicht, Geist. Wandelnde Bombe. Ja, das hat so seine Nachteile. Wachalbtraum. Oh komm, wir nehmen den Wachalbtraum. Genau, wir nehmen den Wachalbtraum. So, ihr Lieben, jetzt wünsche ich euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Ihr wisst, bis bald. Tschüss.